Ridden Battles Germany und wir sind hier in Duisburg auf der Couch vom Falk, genauer gesagt von Team Reiben und wir haben heute einiges vor, wie ihr schon sehen könnt. Wir werden erstmal ein ausgedehntes Interview machen und auch eure Fanfragen kommen zum Einsatz. Außerdem kommt die dritte Folge von unserem mittlerweile legendären Punchline-Quiz und zu guter Letzt haben wir noch eine ganz besondere Überraschung für euch, aber dazu später. Also, let's go! Ja, Shoutout an Ridden Battles Germany. Ja, Ridden Battles Germany. Ridden Battles Germany. Ridden Battles Germany. Bang, 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 bang. Dicken Daumen an Ridden Battles Germany. Ihr macht einen guten Job. Wir haben Ahnung vom Battle Rap. Ihr supportet die deutsche Battle Rap Community. Ganz, ganz viel Liebe. Checkt den Scheiß aus, Alter. Gebt euch die Seite. Yo, Leute, geht auf diese Seite. Guckt euch die Sachen über die Ridden Battles an. Verschwendet eure Zeit. Ich gehe auf Ridden Battles Germany. Liked die Seite. Folgt denen, kommentiert. Wenn nicht, seid ihr richtige Lappen. Ridden Battles Germany, wie gesagt, heute mit Team Reiben hier in the motherfucking house. Und ich muss die Jungs nicht vorstellen, wir haben hier zu meiner Rechten den Falk, zu meiner Linken haben wir den Kakobi. Und ich würde gerne, noch bevor ich zu dem heißesten Thema überhaupt komme, nämlich ganz genau, du und ja. Das zweitheißeste Thema wäre das aktuelle Battle gegen Okto und Zwetschge. Würde ich gerne erstmal über die älteren Battles sprechen, denn ihr habt hier mittlerweile drei abgerissen. Zwei habt ihr letztes Jahr abgerissen. Das erste war gegen, lass mich nicht lügen, gegen die Brüder CPE und Eckert. Genau, genau. Und danach hattet ihr ein Battle gegen OG ohne Gummi und Eric Ventura. Mhm. Und was die Leute daran, oder ein Aspekt, den die Leute daran gefeiert haben, war auf jeden Fall die Tatsache, dass ihr sehr synchron vorgeht. Das heißt, ihr seid, wie ihr, glaube ich, auch in einer Punchline selber mal gesagt habt, ein perfekt eingespieltes Team. Und ich würde gerne wissen, ob sich das zufällig oder natürlich ergeben hat oder ob ihr von Anfang an den Wunsch hattet, das so synchron wie möglich durchzuziehen. Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, der Kevin kam irgendwann mal mit den Lines um die Ecke und er wollte halt seinen Stil natürlich auch irgendwie weiter beibehalten in diesem ganzen A Cappella-Kram. Dann hat er halt geschrieben, wie der immer schreibt und dann, wenn man auch mal Gigs zusammenspielt und so, was wir ja jetzt seit ein, zwei Jahren zusammen machen, kontinuierlich, dann ist das halt so, dass du den anderen backst. Das heißt, das war einfach natürlich, dass wir gesagt haben, wir helfen uns da gegenseitig. So, das war also nicht geplant. Jo. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die Katze von Falk ist auch hier. Das ist der, wie heißt der gleich? Das ist Bo. Ja. Mr. Bo Jangles Jr. Ja, Mr. Bo Jangles Jr. ist auch hier am Start und will mitmachen. Es wurde an bestimmter Stelle die Vermutung geäußert, letztes Jahr, dass ihr euch eventuell habt ein bisschen beeinflussen lassen von dem berühmten britischen Battle-Rap-Team Shuffle T und Marlow, die auch dafür bekannt sind, dass die sehr synchron vorgehen, dass die perfekt eingespielt sind. Hatten die eine gewisse Vorbildfunktion oder war das Zufall? Das war Zufall. Also ich persönlich kannte die vorher gar nicht, bis nach unserem Battle in Paderborn hat der Brian im Diltilly-Forum dieses Video von denen gepostet, mit der Anspielung darauf, dass wir das quasi geklaut haben. Aber es ist ja nicht so abwegig, dass ein Team, was auch wie ein Team wirken will, irgendwie dass es rüberbringen will, das zeigen will. So. Und ich finde, jedes gute Team sollte den Anspruch haben, ja, auf jeden eingespielt Fall zu wirken. Und das klappt am besten, wenn man synchron irgendwelche Flows runterrattert. Ja, also. Ja. Kannst du die Falk, oder? Nee, aber ich verstehe da ja auch gar nichts. So, ich krieg die Battles gar nicht in meinen Kopf rein. So. Das ist mir alles, dafür ist mein dafür ist halt Englisch auch nicht gut genug, glaube ich, um da wirklich. Da müsstest du dir jetzt Battle 10 mal geben. Vielleicht am besten noch mit Lyrics, gerade dieser britische Akzent finde ich sehr anstrengend. Mhm. Ja, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal machen, es ist ein ziemlich geiles Team. Mhm. Und damit ihr, falls ihr gerade nicht genau versteht, worüber ich rede, mal einen Einblick bekommt über diese, ja, coole Synchronizität, sage ich mal, von Team Reiben, dann seht ihr jetzt erstmal einen kleinen Ausschnitt. Let's go! Boom. Ivan!
Falk und Kevin, du Spast, wir bangen deine Slut. Und eigentlich habe ich mich ganz gut mit ihr verstanden, bis sie meinte, dass Falk einen längeren hat. Scheiß Fotze. Doch deswegen gibt es kein Beef. Wir sind ein eingespieltes Team. Anders als ihr. Ihr seid ein eingespieltes Team. Yo, denn Falk und Kevin... Hey, denn Falk und Kevin rappen Dullis tot, wir senken euer Gummiboot, wir schenken uns den Unterton und nennen euch einen Hurensohn. Im Battle wird es kurios, ab Method Actor Choreo, wir schlechten Echtler und Synchron und enden in der Fusion. Yo, das war ein Ausschnitt aus dem vorletzten Battle von Team Reiben, nämlich gegen OG und Eric Ventura. Und jetzt wollen wir natürlich auf das aktuelle Battle zu sprechen kommen. Und bevor ich überhaupt jetzt loslege und meine Meinung sage, würde ich gerne wissen, wie ihr dieses Battle, das ja ziemlich eingeschlagen hat, empfunden habt. Schwierig. Es war auf jeden Fall das für mich persönlich das nervenaufreibendste Battle von den dreien. Also den Tag über ging es am Battle selber, also am Tag des Battles, aber 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher ungefähr, bin ich so nervös geworden und aufgeregt, was ich selber nicht erwartet hätte. Und deshalb bin ich im Nachhinein auch mit meiner Leistung gar nicht zufrieden, weil ich damit auch die Leistung von uns beiden habe kleiner aussehen lassen. Weil ich war einfach aufgeregt. Ich habe dann kurz vorm Battle das Gefühl gehabt, ich explodiere gleich von innen. So, das war total neu für mich. Du warst also nervöser als bei den vorherigen Ja, total, Malen. Ja. Ich habe den Fehler gemacht und mich von dem Namen einschüchtern lassen, glaube ich. Verstehe. Oder bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das daran lag. Das passiert aber sicherlich nicht nochmal. Ja. So, vor allem nicht bei so Muschi-Gesichtern, die dann danach nochmal kommen. Ja, also ja, jetzt du, kann du ich Arschloch, du weißt ja. Ganz ich genau, bin jetzt 1000 Tode gestorben, jetzt kann kommen, was will, jetzt kann mich nichts mehr schocken. Wer die nächsten Gegner sein werden, dürfen wir natürlich an dieser Stelle noch nicht sagen, aber... Nach dem Battle werden sie schwul sein, auf jeden Fall. Ich gebe einen Tipp, es ist nicht Moneyboy. Das ist richtig. Wart ihr denn enttäuscht, dass ihr verloren habt, oder? Boah, nee, also ich habe es im Interview nach dem Battle ja auch schon gesagt, so, ich glaube, man kann schlechter verlieren. Und die haben auch meiner Meinung nach zu Recht gewonnen, einfach weil das Battle von denen insgesamt über 3 Runden es war viel kohärenter vom Inhalt, so es hatte einen viel straighteren roten Faden auf jeden Fall und vor allem haben die es geschafft, vor allem live so, ey, das wissen die Leute, die das auf YouTube sehen, können das gar nicht nachempfinden, glaube ich, was das für eine Atmosphäre war. Es war aber natürlich auch, die haben ja nicht gebattelt so und dann, der Saal war voll so und es waren viele Leute für uns da, aber es waren halt auch noch mehr viele Leute, für die da so, das war ein Hexenkessel. Ich war auf Klo, irgendeine Stunde, zwei vor dem Battle so, und jemand spricht mich an und sagt so, ja, hier, heute Main-Match, ne, da werden Okto und Zwetschge die wohl ficken. Und ich sag noch so ganz großspurig, ja, am Ende wird man sehen, wer der Bessere ist. Ja, ja. Ja, das mit der Live-Atmosphäre kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich war ja auch vor Ort und ich habe es schon an anderer Stelle gesagt, es war eine Atmosphäre, die gewisse Parallelen hatte, sogar mit einem Rockkonzert schon fast, denn es ging wirklich, also es wurde extrem abgefeiert. Ja, wie die kleinen Bitches alle, das war richtig geil, Mann, Alter, oder? So, ach so, ja, selbst ey, so ich, da ich hinter konnte der Kamera mich ja so sitzen oft noch gar, nicht, ja. gar nicht zurückhalten, selber, also ich konnte, selbst wenn ich mir vorgenommen hätte, irgendwie ernst zu bleiben oder so zu tun, als wird das an mir vorbeigehen, da waren so viele gute Sachen bei, ja. Ja, dann kommen wir doch mal direkt auf diese guten Sachen zu sprechen. Was glaubt ihr denn, oder nee, ich fange mal anders an, was fandet ihr denn am besten oder am beeindruckendsten oder überraschendsten bei euren Gegnern? Ich fand so ein paar Sachen, die ich gut fand. Erstmal der Einstieg mit, je nach gibt jeder auf Facebook an, dass er in Sicherheit ist. Das war ein guter Einstieg. Nicht so gut wie unserer mit der Socke natürlich, aber es war halt trotzdem ein geiler Einstieg. Dieses bei euch halten selbst Tramper den Daumen nach unten war eine also ich muss tatsächlich sagen, ich fand die besten Lines waren Generics, halt diese Alkoholfahne auf Halbmast, die mit dem Tramper Daumen nach unten und dann, das war keine Generic, aber einfach dieses
Spannung aufbauen mit diesem Real Talk, du läufst barfuß und dann die Sache mit der Hand und dann sagt er so, du kommst barfuß, wir bringen Fußball. Und das hat mich gekillt einfach. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, das war geil. Also mich hat am meisten beeindruckt eher die Delivery, ich hab das Gefühl, ich kenne Okto und Svetschke nur von YouTube vorher so, ne? Und hatte ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Erwartung an das Battle und wir sind ja da ins offene Messer gerannt, weil die ja was komplett anderes gebracht haben. Also der war Zwetschke, Okto war ein ganzes Stück aggressiver als sonst. Auch Zwetschke war, der wollte mich auffressen, hatte ich das Gefühl so. Und halt, dass die halt ihre andere oder eine andere Facette gezeigt haben und trotzdem nicht irgendwie schlechter. Ja, ey, kurz, so, ich hab's jetzt. Also am beeindruckendsten fand ich es tatsächlich, dass ich im Battle das Gefühl hatte, wirklich, die hassen uns. Ja. So, und das war wirklich das erste Mal so, dass wir in Battle kommen und wir werden da komplett vor den Kopf gestoßen mit dem, was wir uns erwartet haben. Und wir wussten, wir sind mit geilen Lines gekommen so und dann ist die Strategie, die wir gewählt haben, am Ende halt nicht aufgegangen. So, aber ey, ich hab's, glaube ich, auch zu dir nach dem Battle gesagt. So, hast du vorhin nochmal gesagt, so ich glaube, ich wurde noch nie so geil gefickt. War eine geile Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, außer von Gammel und Falks Nachbar. Ja, letzten Endes ist es nicht mehr so wichtig, behaupte ich jetzt mal als Außenstehender, wer gewonnen und wer verloren hat, wenn das Niveau an sich derart hoch ist, auf jeden, also wie das bei euch in dem Battle definitiv war. Also es fühlt sich für mich jetzt auch nicht an wie eine Niederlage in dem Sinne, dass ich mich darüber ärgere, über ein paar Sachen, wie gesagt, darüber, dass ich mich habe so einschüchtern lassen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich die YouTube-Kommentare lese oder im Diltilly-Forum auf Facebook, so wie viele Leute wir, also wir vier, dass die zwei Teams beeindruckt haben und Instant Classic, wie oft ich das Wort gehört habe, Instant Classic. Und zu Recht. Ja, das ist der Anspruch einfach. Yeah. Ja. Und das ist ein geiles Battle. Safi, also ist genug gesagt eigentlich, das reicht. Ja. Bleiben wir mal beim Stichpunkt Strategie, was du gerade angesprochen hast. Hat es denn bestimmten Grund, warum ihr, ich sag mal so, also generic wie immer vorgegangen seid? Habt ihr nicht damit gerechnet, dass die zwei vielleicht auch mal eine persönlichere Note zeigen würden? Ich glaube, das war Virus. Also ich war in Mülheim auf einer Jam mit Virus, auf ein paar Wochen vorm Battle oder so. Da hat er mir gesagt, auf jeden Fall irgendwie der Okto oder Zwetschke kennt jemanden bei mir von der Uni oder irgendwie sowas auf jeden Fall. So. Also er hat mir gesagt, so die haben auf jeden Fall Infos über euch auch. So. Und ich habe das auch hier angesprochen, aber letztendlich war uns das irgendwie egal. Und wir waren quasi auch tatsächlich naiv genug zu denken, die werden trotzdem ihre Schiene weiterfahren, weil die geil ist und weil die erfolgreich war bis dahin auch immer. Und wir wollten dem Ganzen aber noch die Krone aufsetzen. So. Genau. Weißt du, wir wollten das, was wir ja beide machen und was ja auch alle wissen, dass wir in etwa denselben Stil fahren, so Okto, Zwetschke und wir. Aber wir wollten das geiler machen. Mhm. So, und ihr wolltet sozusagen die wirkliche letzte Bastion. Das Vaterfix, auf jeden Fall. Das Vaterfix. Und ja. Es wird gefickt, was gefickt werden kann. Ja. Stimmt. Scheißegal. So, alles, was nicht will. Letztendlich war es ja so, wir haben uns auch drüber unterhalten, ob wir irgendwelche Real Talk Parts mit einbringen wollen, habe ich auch nach dem Interview gesagt. So. Wir haben ja auch tatsächlich auch ein paar Zeilen Real Talk geschrieben, so, die wir hinterher verworfen haben, weil wir einfach, weiß nicht, ich bin auch der Meinung, mit dem Battle hätten wir im Grunde auch alle anderen gefickt, so. Also ich finde, da waren krasse Dinger bei, so, ne? Auf jeden Fall. Ich fand auch, dass wir rein von den Lines so und von den Punches fand ich uns textlich auf jeden Fall stärker. Aber wie gesagt, bei denen war das inhaltlich kohärenter. Es war runder. Die haben, die haben in der ersten Runde gesagt, dass sie uns mit Real Talk zerficken werden und haben bis zur dritten Runde, auch wenn mit dem Nazi-Ding ein bisschen Pseudo-Real Talk dabei war, aber die Stimmung, die da erzeugt haben, dieser Spannungsbogen, der dann irgendwann gipfelte, weiß, dann die Sache mit dem Handschlag noch und so, ey, das war, die hatten einfach, die haben das beste Battle ihrer bisherigen Karriere abgeliefert und wir sind stolz darauf, dass wir das aus denen rauskitzeln konnten, auf jeden Fall. Und das ist das Ding, Alter. Ja, als Rookies, so, wir sind ja als Rookies ins Battle gekommen eigentlich. Ja, wobei Rookie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ihr hattet ja zwei Team-Battles vorher, ja, also ihr hattet ein bisschen gelingt. Gut, ja, ich finde, das war unsere Chance, uns ein bisschen zu beweisen, die zwei Battles. Ja. Ne? Jetzt also das dritte Battle, finde ich, das war die Feuertaufe, finde ich, so ein bisschen. Ja, und auch wenn wir die verloren haben, so, aber daraus haben wir jetzt die richtigen Schlüsse gezogen aus dem Battle. Ja. Das war wirklich das haben wir gebraucht, glaube ich. Diese Niederlage haben wir gebraucht. Ja. Du hast ja jetzt gerade schon einige
der Engels angesprochen, die die eure Gegner hatten. Darauf will ich aber noch nicht hinaus, also vor allem auf dieses Nazi-Ding und auf diesen Nazi-Vorwurf, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, weil das auf jeden Fall ein interessantes Thema ist. Aber worüber ich zunächst gerne sprechen würde, das ist dieser neue Ansatz, den ihr gewählt habt. Du hast es gerade schon erwähnt, nämlich, dass ihr im Grunde etwas gemacht habt, dass dieses Battle-Rap-Klischee des Mutterficks, sag ich mal, so ein bisschen bewusst aufgebrochen hat. Ich glaube, deine Wortwahl war, oder deine, ich bin mir nicht mal ganz sicher, vor meinem Pimmel sind sie gleich. Ja, egal ob Männlein oder Weib, vor meinem Pimmel sind sie gleich, ja. Genau. Darauf würde ich gerne zu sprechen kommen. Ich habe da nämlich selber so eine Theorie zu, sag ich mal. Und ich würde gerne wissen, ob das so ein bisschen überinterpretiert ist von mir oder ob man das so stehen lassen könnte. Ich glaube nämlich, also ich hatte das Gefühl, dass ihr das auch so ein bisschen bewusst eingesetzt habt, um dieses, wie gesagt, dieses Battle-Rap-Klischee aufzubrechen, dass es ja immer nur um die Mütter geht. Und, bin ich da in der richtigen Richtung oder war es mehr einfach so eine neue witzige Schiene? Nee, wir wollten da quasi, und das machen wir eigentlich immer schon in unseren Battles, so, dass wir für irgendwas eine Lanze brechen wollen, so hihi, Schwulväter ficken Lanze, haha. Wir haben ja auch diese Sache gebracht mit, hiernach redet keiner mehr über euch wie über christlichen Terrorismus. Wir haben gesagt, dass man einer Frau, die vergewaltigt wird, keinen Glauben schenkt. Wir spielen immer mit irgendwelchen Klischees, auch mit diesen Lappensachen und ihr seid so schwul und so. Im Endeffekt so ist das genau das Ding so. Bei Battle Rap werden ständig Leute mit Sachen beleidigt, die ja eigentlich gar nicht so schlimm sind, so, weißt du? Ich meine, wenn ich jetzt jemandem den Schwanz lutsche, so, ist das mehr oder ist das weniger eklig, als wenn ich einer Ollen die Scheide trocken lecke? So, ja, eben nicht, Alter, so, weißt du, was ich meine? Und deswegen ist doch egal, wen ich ficke, Hauptsache der Person macht das Spaß und das sage ich ja genauso, weißt du? Darum geht's, so. Weißt du, ob ich jetzt deinen Alten in Arsch rams oder, dein Weib in Arsch rams oder deinem Alten ein Blasmensch, das macht doch beiden gleich viel Spaß. Und darum gilt. Ja. Würdet ihr denn auch sagen, dass es eine gewisse politische Dimension hatte an der Stelle? Also, dass ihr auch etwas Bestimmtes, dass ihr eine gewisse politische Message rüberbringen wolltet? Also, ich würde jetzt mal spontan sagen, ja, weil... Jetzt geht ja, also wenn man jetzt auf Politik bezieht, dann geht es um Gleichberechtigung eigentlich. Ne? Es geht darum, dass, wenn man jetzt tief darüber nachdenkt, das ist Battle Rap, ne? Aber eigentlich war der Gedanke dahinter auch so, ja, wie willst du das in Worte fassen? Warum ist, es geht um Homophobie einfach, weißt du? Warum sind so viele Leute, haben die Probleme damit, ein Bild im Kopf davon zu haben, dass jemand einem Mann den Schwanz lutscht? Ich meine, es geht nicht darum, dass ich das geil finde oder dass ich mir das vorstelle so, aber warum ist es lustig, wenn ich dir sage, ich fick deine Mutter, aber nicht, wenn ich sage, ich fick deinen Vater? Genau. Weil die Leute dann denken, ich bin schwul und das entlarvt ja, dass die Leute homophob sind. Also nicht die Leute, du weißt, ich meine, die Leute, die sich darüber aufregen, so, ne? Ich würde vorschlagen an dieser Stelle, dass wir uns da vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt geben, falls es Leute gibt, die jetzt gerade noch nicht ganz sicher sind, obwohl, ja, unwahrscheinlich, aber... Hast du das Battle nicht gesehen? Komm ich zu dir nach Hause. Komm ins Café, genau. Wir müssen reden. Dennoch, es folgt erstmal ein kleiner Ausschnitt eben von diesem neuen Ansatz, sagen wir mal, den Team Reiben in diesem letzten Battle gewählt haben. Let's go. Ja. Hey Leute, habt ihr langsam genug vom Analgucken und Zuwichsen? Nein! Gut, denn wir haben noch einen ganzen Arsch voll mit schwulen Witzen. Heißt, ich steig bei dir daheim ein. Heimlich in der Nacht. Steige nackt ins Bett zu deinem Dad. Und streichel ihm den Schaft. Ey, ich bin zu pimmelgierig. Digga, ich inhaliere sie. Ey, ich hab mehr Popo-Sex als Motherfucking Inhaftierte. Ey, wir haben doch gesagt, wir vergehen uns an allen. Oder habt ihr Spasten etwa gedacht, das schließt die Väter nicht ein? Ey, ich lutsch deinem geilen Paps den steifen Schwanz. Denn ob ich jetzt dein Weib in Arsch rams oder deinem Alten ein Blasmensch, da macht doch beiden gleich viel Spaß. Und darum geht es nämlich. Ey, wir sind zwei mega Verrückte, die Väter ficken. Redet ihr mal vom Väter ficken, dann meint ihr Käsestücke. Ey, und Mayonnaise bitte. Ey, und
ihr wollt über mich richten? Was fällt euch eigentlich ein? Egal ob Männlein oder Weib, vor meinem Pimmel sind sie gleich. Ey, wir ficken euch mit schwulen Zeilen. So hart, dass eure Perle euch danach nicht mal mehr ins Gesicht guckt. Ey, hiernach redet keiner mehr über euch. Wie über christlichen Terrorismus. Time! Ja, wir sind wieder hier bei Written Battles Germany. Mein Name ist Tana, das sind Falk und Kakobi. Yes, das war schon eine perfekte Anmoderation. Dann können wir direkt dran anknüpfen, würde ich sagen. Ihr habt jetzt gerade einen Ausschnitt gesehen vom letzten Battle von Team Reiben und genauer gesagt von diesem neuen Ansatz, über den wir gerade gesprochen haben. Ob dieser Ansatz eine eventuell politische Dimension hat, das haben wir gerade schon thematisiert. Ich hatte auch den Eindruck, dass es vielleicht in gewisser Weise eine Kritik darstellt an Battle Rap als solchen. Also ich glaube eher, das war eher eine Kritik an den Penis. Ich glaube, das geht, also wir wollten einfach das, wie sagt man, Patriarchat, dieses, was Menschen glauben, weil sie einen Penis haben, sind sie höher gestellt, und darum ging es einfach. Natürlich ist das verallgemeinert, wenn man sagt, Menschen glauben, aber man muss halt sagen, es gibt viele Männer, also dieser unterschwellige Sexismus. Man könnte also sagen, es geht ja so ein bisschen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Mann. Es geht für mich persönlich auch ein bisschen einfach um Community Education, so, weißt du, was ich meine? Mhm. So, es kommen immer mehr Battle-Rap-Hörer nach, und ich finde, das Pilz-Battle hat uns gezeigt, dass halt der Kontext nicht für jeden immer komplett bei weitem nicht, Alter, verständlich ist, weißt du? Und ich finde, irgendwer muss auch mal anfangen, vielleicht in eventuell unpopuläre Richtungen zu denken, weil es bringt auch nichts, wenn du dich immer nur danach richtest, was könnte jetzt die Crowd feiern. Klischee so, ist gut und schön, und so, das kann man alles lustig sein. Ich mach gerne Klischeesachen, wenn die gut durchdacht sind. Aber das ist halt alles nicht echt. So, weißt du? Aber Väterficken ist halt auch nicht echt so, ne? Aber da ist das Statement ist halt ein gewisses, hat das gewisse Extra, bin ich der Meinung. Man könnte sagen, vielleicht, dass es eine Dekonstruktion des klischeehaften Männlichkeitsbildes ist, das in Battle Rap ja immer wieder transportiert wird, denn keiner stört sich daran, dass es immer wieder, also dass immer wieder die Mütter erhalten müssen, aber als dann plötzlich, und ich würde wagen zu sagen, zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte des deutschen Battle Rap, plötzlich die Väter herhalten mussten, das hat nicht jeder 100% positiv aufgefasst. Also es gab auch so gewisse Cringe-Momente. Ich wurde von Cynic nach dem Battle gefragt, warum sagt ihr, dass ihr Schwänze lutscht? Ja, weil es cool ist. So, ja, es zu sagen. Weißt du, guck mal, wenn ich deine Mutter ficke, ist das lustig. Wenn ich deinen Vater ficke, dann egal, was ihr mir jetzt sagt, so, ich finde das lustig so. Aber so, du willst den Gegner ja erniedrigen. Und wenn ich, jeder sagt, er fickt meine Mutter, aber wer mich erniedrigen will, der fickt meinen Vater. So. Weißt du, was ich meine? Und rammt den Penis so richtig ekelhaft in den Arsch. Und wenn der es auf die Spitze treiben will, dann fickt er meinen Vater und lässt meine Mutter zugucken. So. Das ist doch lustig, Alter. Und sich über sich selbst lachen, finde ich, ist immer so, weiß ich nicht, dann kannst du halt zu jemandem sagen, was du willst. So, ne? Jemand, der über sich selbst lachen kann, dem kannst du nichts antun. Im Grunde. Auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, dass Okto und Zwetschge selbst recht überrascht waren von diesem Ansatz. Und man konnte das an einer bestimmten Stelle sehen, als Zwetschge, ne? Also der hatte so eine Abwehrhaltung. Also das scheint ihn doch ein bisschen fast schon schockiert zu haben, hatte ich das Gefühl. Es ist doch geil, darum geht's ja so. Du musst deinem Gegner unangenehm werden. Ja, Mann. So, und mit ihr seid schwul und lutscht euch die Schwänze und so, damit wird mir niemand unangenehm, so, aber ich kann damit anderen unangenehm werden. Und darum geht's. Das ist wichtig. Auch nicht nur dem Rapper, der vor mir steht, sondern dann muss ich damit leben, dass vielleicht ein Viertel oder vielleicht die Hälfte und vielleicht sogar mehr der Crowd das nicht feiert. So. Aber dann habe ich auf jeden Fall was richtig gemacht, wenn denen das so unangenehm ist. Aber man muss halt auch sagen, irgendwie, solange es was in Leute auslöst, irgendwie, man muss das ja nicht gut finden oder lustig finden. Man kann halt sagen, das ist scheiße oder das finde ich total behindert, aber wenigstens haben die Leute eine Meinung. Und ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn den Leuten das nicht aufgefallen wäre oder beziehungsweise wenn sie sich darüber keine Gedanken machen würden. Mhm. Kommen wir mal auf die Strategie eurer Gegner zu sprechen. Und zwar, wir haben das ja vorhin schon angedeutet. Es war also ein Überraschungsfaktor definitiv bei euren Gegnern, womit ihr ja auch selber nicht gerechnet habt, wie ihr vorhin gesagt habt, war, dass es eine Reihe von Real Talk oder vermeintlichen Real Talk Angles gab. Da würde ich gerne mal einige Beispiele mit euch durchgehen und
euch mal fragen, wie ihr das empfunden habt und was ihr dazu sagt. Der erste Engel, der sehr interessant war, ne, wurde gerade schon angedeutet, war dieser, also war die, die berühmte Nazi-Keule, sage ich mal. Und die haben dann, also eure Gegner haben Bezug genommen auf ja, gewisse Beispiele eurer Wortwahl in euren letzten Battles. Allen voran, dass ihr oder dass du... Wir, glaube ich. Ich glaube, die Zeile, du meinst das ja, N-Wort, ne? Ja, wir, ja, wir genau, dass ihr das N-Wort... ne? Ja, wir können es auch sagen, Nigger, denn wir reden ja über das Wort und sagen es nicht mit bösem Hintergedanken. Ne? Ihr habt das Wort benutzt und es wurde nicht von allen Leuten positiv aufgenommen, was dann eben auch Anlass war für eure Gegner, das dann kritisch aufzugreifen. Ne, ich habe mir dann auch nochmal die anderen Battles davor angesehen. Oder ich glaube, es war in dem gleichen Battle, um mal zu gucken, ob es noch andere Beispiele gibt, die so in die Richtung gehen. Und da ist mir aufgefallen zum Beispiel, da war ein Vergleich mit, ich bin mir nicht mal ganz sicher, da war was mit Asylanten. Wir sind berüchtigter als Flüchtlinge im Schwimmbad. Genau, und dann war eben das mit den Flüchtlingen im Schwimmbad. Ja, ja, also würdet ihr denn sagen, also ich meine gut, dass ihr keinen schlechten Hintergedanken dabei habt, ich glaube, darüber müssten wir nicht reden. Ich kenne euch ja auch privat und... und intim. Intim, genau. Und wenn man sich auch euer Facebook-Verhalten anguckt, dann sieht man ja von euch beiden immer wieder, dass ihr versucht, gerade bei so Leuten, die irgendwie in Richtung AfD gehen und so, gegenzuhalten. Also die Frage ist im Grunde, ob ihr, also warum ihr das gemacht habt, war euch die Gefahr nicht bewusst, dass vielleicht Leute das doch, in den doch. Falschen Fall... Man kann nie was in den falschen genau, Falk bekommen. In den falschen also. Falk bekommen, genau. Nee, also doch, das war uns total bewusst, weil wir zum Beispiel auch, als wir die Zeile geschrieben haben, an ihrem Dickarsch findet nicht mal ein Nick-A gefallen. Also da haben wir auch 10 Minuten, eine Viertelstunde haben wir auch intensiv diskutiert, ob wir das so nehmen wollen, aber es ist genau dasselbe wie mit dieser Flüchtlingsline. Im Grunde haben wir nichts anderes gemacht als ein Klischee aufgegriffen, um das Bild zu vervollständigen von der Zeile. Und wenn ich über Vergewaltigung und Kinder ficken, weiß ich nicht, ob wir das schon gemacht haben, aber wenn wir über sowas, über sowas rappen irgendwie, da regt sich keiner auf, weil es gibt mit Sicherheit Vergewaltigungsopfer, die sich, die das nicht gerne hören würden, genauso wie, sag ich mal, Schwarze wahrscheinlich das N-Wort nicht gerne hören. Aber das gehört nicht in den Alltagssprachgebrauch so, aber wir haben es genutzt, um das Klischeebild zu vervollständigen und das hat einfach gepasst. Das ist ja, wir haben ja nicht zusammenhangslos einfach irgendwie das N-Wort in den Raum geworfen, so, weißt also, du? Wir nehmen ja bei vielen Lines, die wir irgendwie reinnehmen, greifen wir ja einen gewissen gesellschaftlichen Missstand auf und bereiten den humoristisch auf. Das kann mal mehr, mal weniger gut gelingen. Deswegen kann man auch die Väterfix-Sache gut oder schlecht finden, genauso wie man die Sache mit dem Wort Nigger oder wie wir Nick-A, das kann man auch kritisch sehen. Und das finde ich auch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber da finde ich, unsere Betonung war ja an den Reim angepasst und bin ich der Meinung, auch das nimmt die Brisanz so ein bisschen raus, ne? Und wenn man dann einfach, so sagt, ah, du hast aber im letzten Battle Nigger gesagt. So, weißt du, ja, aber das ist ja halt total aus dem Kontext gerissen. Ja. So wie diese eine Zeile, ich nehme das wahrscheinlich vorweg. Wobei aber der Reim jetzt nicht so spektakulär war, als dass man es nicht hätte umgehen können. So. Ja, deswegen, ich finde es auch okay, wenn man uns vorwirft, das wäre stilistisch nicht gelungen. Das ist okay. Das ist dann halt aber auch Geschmackssache, ne? Ich finde es, wir haben es im Endeffekt reingenommen, weil wir es beide tight fanden. Und warum sich selbst zensieren, wenn man damit einverstanden ist mit der Zeile. So, ne? Und vor allem, wenn man sich seinem eigenen persönlichen Mindstate und vielleicht auch dem, wo man mittlerweile politisch steht und so Kram, wenn man sich dem bewusst ist, das heißt, wenn man seinen Platz in der Gesellschaft kennt, dann finde ich das auch okay, weil wir machen ja nichts unreflektiert. Genau. Und das ist ja das, was wir versuchen. Wir sagen Dinge und wir wollen ja im Endeffekt, dass darüber diskutiert wird. Wir wollen, dass darüber diskutiert wird, ist es okay, den Vater zu ficken. Wir wollen, dass darüber diskutiert wird, dass Frauen in unserer Gesellschaft immer noch schlechter behandelt werden als Männer. Weißt du, was ich meine? So, im Endeffekt ist das, was wir machen, Galgenhumor für uns. Mhm. So, weil wir sitzen so oft hier und wir sind so Facebook-Warrior, so
weißt du, was ich meine? Und wir kriegen jeden Tag die Scheiße ab. So, wie willst du die irgendwie kompensieren oder verarbeiten? So, und das machen wir halt mit unseren Battles. Und ich wir ziehen halt etwas, was nicht lustig ist, aber ins Lächerliche. So, und das ist ja eine Art, damit umzugehen. Und ich finde auch, als Rap-Hörer sollte man die Reife haben oder beziehungsweise das Wissen über Rap, dass wenn du nicht gerade Max Damage hörst oder so, dass Rap eigentlich nicht rechts ist, ne? Weißt du, und jemand, der rechte Referenzen hat, beziehungsweise darauf anspielt, irgendwie bin ich der Meinung, da würde ich als erstes denken, halt, das ist sarkastisch, ironisch gemeint, wie auch immer, oder beziehungsweise einfach nur, um es anzusprechen, um zum Nachdenken anzuregen. So. Und wer glaubt wirklich, dass wenn ich jetzt jemanden rappen höre, der sagt, ich bin berüchtigter als Flüchtling im Schwimmer, da glaube ich doch nicht, dass er das ernst meint, dass er wirklich glaubt, dass es, wie oft war das Thema, dass Flüchtlinge im Schwimmbad Frauen begrapschen, so weißt du, das ist ja nicht. Kommt natürlich drauf an, wer das sagt. Also was diese Vätergeschichte angeht, sage ich mal, war es ziemlich klar, wie es gemeint war. Aber wenn man euch jetzt nicht persönlich kennt und wenn man nicht weiß, wie ihr normalerweise tickt, sage ich mal, wie ihr drauf seid, dann könnte man sich schon darüber wundern, denn also man braucht nur Falk und Kakobi bei YouTube eingeben, so, weißt du, und dann kann man sich ein paar Songs anhören und einen, den wir zusammen gemacht haben, einen auf zusammen YouTube. Bei aber YouTube, der reicht, so, aber Alter. Auch wenn man sich einzelne Songs von uns anhört, kommt man ganz schnell drauf, dass das rechtes Gedankengut ganz weit entfernt ist von uns. Und ey, dass wir missverstanden werden, ist ja ein Berufsrisiko, das wir gerne eingehen. So, aber dann. Es geht ja auch darum, Leute, das richtig denken zu lassen. Aber eigentlich bin ich der Meinung, will ich damit eher Leute ärgern, die nichts mit. Denke ich, dass das eher Leute ärgert, die nicht so was mit Rap zu tun haben und das zufällig hören. Ich war immer der Meinung, dass Rap-Hörer ein gewisses Verständnis haben von Ironie, von Kunst und Ironie und wie man etwas formuliert und ja. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also habe ich verstanden. Was diese abstrakte Ebene oder diese Metaebene und diese Ebene der Ironie und Sarkasmus und so angeht, ist das auf jeden Fall völlig klar. Natürlich wird das Ganze noch ein bisschen brisanter, wenn man den nächsten Engel dazu nimmt, der ja auch immer wieder thematisiert worden ist, nämlich es heißt ja, oder ne, es wurde ja angesprochen von euren Gegnern, dass du tatsächlich aktiv warst für die Junge Union. Ja, Falk, was sagst du denn dazu? Boah, das ist, da sind wir sehr gespannt. Das ist okay. So. Also ich wusste auch, dass das irgendwann fallen wird, so, weil wenn man irgendwie auf den Namen kommt, was ja jetzt, glaube ich, nicht ganz so schwierig ist, sonst hätten die es ja auch nicht hinbekommen, die zwei. Grüße gehen raus. So, ich bin damals in die JU eingetreten, ja. Ist schon ein paar Jährchen her tatsächlich und ich war da auch aktiv, kommunalpolitisch auf jeden Fall. Einfach, es ging mir damals darum, irgendwo partizipieren zu können und das konnte ich am ehesten da. Ich kannte halt ein, zwei Leute, die korrekt waren, und das, obwohl sie bei der JU waren, und ich behaupte ja, ich bin auch ein ganz korrekter Dude, so, obwohl ich JU-Hintergrund habe, so, und da habe ich dann halt gelernt, was Politik ist. So, und dann habe ich halt irgendwann aufgehört damit, weil ich gelernt habe, was Politik ist. So. Wie aktiv warst du eigentlich? Also warst du nur mehr Sympathisant oder hast du auch dann wirklich versucht, eine gewisse Karriere, sagen wir mal, hinzulegen? In dem Engel hieß es ja, du guckst, ob dein Gesicht auf ein Wahlplakat passt. Ja. Also seine Eltern waren christlich motiviert und deswegen hat er sich politisch engagiert. Irgendwie so. Nee, das war nur gut gemacht von denen. Also ich war im Vorstand in meinem Ortsverband. Einfach, weil das bei so Jugendorganisationen, die Leute haben ja viel gar keinen Plan, was da eigentlich passiert. Also das sind in der Regel irgendwelche Inzestgemeinschaften so von ihren 8, 9 Leuten, die dann irgendwie versuchen, den Vorstand hinzubekommen, dass das auch den Richtlinien entspricht. So. Und dann guckt man einfach, dass man Sachen macht. So. Weißt du, wir haben vorm Rewe gestanden, haben Geld gesammelt, so. Weißt du, wir haben für Nimmersatt Sachen gemacht und so. Und das, obwohl ich bei der JU war. Und ich bin ganz ehrlich so, ich habe viele Hurensöhne in der JU kennengelernt, so. Vielleicht auch überwiegend. Aber ich hatte da in dem Kreis, in dem ich war und in dem Mikrokosmos, den ich hatte, um was machen zu können, hatte ich die richtigen Leute so. Das waren auch alle eher links. Also ich bezweifle ja nicht, dass das alles gar nicht zusammenpasst. So JU und das, wie ich mich auf Facebook gebe, wie ich mich so in Gesprächen gebe und so. Boah, pardon, Alter. Aber das hat halt mit den Leuten, mit denen ich es gemacht habe, gepasst. Und ich habe halt gelernt da so und ich habe mitbekommen, wie Politik ist, und Politik ist halt ein
riesiger Haufen Scheiße, aber ganz ehrlich so, ich find's okay, dass man das kritisiert, weil die JU auch halt viel Scheiße macht, zum Beispiel irgendwelche reiche Kiddies, die dann dafür sind, dass Studiengebühren wieder eingeführt werden, so, da ging ich natürlich nicht mit d'accord, so, aber ich habe da auf jeden Fall was mitgenommen und es ist immer noch besser, als den ganzen Tag nur auf Facebook zu hängen und Leute anzukommentieren, weil ich habe wirklich was gemacht, so, weißt du, ich habe versucht, irgendwo mich einzubringen und was zu verändern und als ich dann irgendwann, das war auch ein langer Prozess, so, man findet sich ja irgendwann selbst so und man lernt ja nie aus und irgendwann habe ich dann mich persönlich gefunden und wusste so, hey, was mache ich hier, so auch Kevin, wie oft wir Gespräche darüber hatten, warum JU, bist du behindert? So, aber als ich das gehört habe, war ich wirklich kurzzeitig schockiert, so nicht, also ich mag die CDU überhaupt nicht so, ne, und dann den Falk, wie ich den kennengelernt habe, so, und irgendwann nach einem Jahr ungefähr, wir kannten uns ein Jahr und dann kommt raus, so, der ist bei der CDU. Und ich denke so, what the fuck, Alter. Ja, es passt ja. Aber sorry, aber man muss halt auch sagen, dass das CDU wahrscheinlich auch nicht gleich CDU ist. Nein, es kommt ja darauf an, wo du bist, genau, und ich sag genau. Mal, in jeder Kommune handelt der, wie nennt man, also handelt die Partei vielleicht anders, also die Gruppe, genau, die genau. Da tätig also, ist. Also ganz ehrlich, hier in Duisburg, die CDU ist über weite Strecken, ich habe da halt auch, man lernt ja Leute kennen, so, du bist ja da drin, du lernst Leute kennen, deswegen sage ich auch, das ist eine Inzestgemeinde, so, da geht es einfach nur darum, sich irgendwie seine Wähler für die nächste interne Wahl hochzuziehen und so, und also, wenn du das blickst, so, dann merkst du, wie behindert das eigentlich ist, so, aber so, die Leute, mit denen ich mich da umgeben habe, waren alles stabile Menschen, so, da bin ich ganz ehrlich, ich hatte wenig Konflikte, wir hatten viele Gemeinsamkeiten, aber am Ende ist es einfach so, dass die CDU auf Bundesebene für mich halt unwählbar ist, einfach, so, und auch bei der Kommunalwahl jetzt, so, ich muss jetzt nicht offenlegen, was ich gewählt habe, so, aber ich bin auf jeden Fall dann doch noch ein Stück weiter nach links gerutscht, so, und dann hat es halt irgendwann gar nicht mehr gepasst, so, auch nicht mehr auf kommunaler Ebene. Ja, so habe ich euch ja auch kennengelernt und euch eingeschätzt, also als eher so linksorientierte Menschen, was ja eben die Überraschung halt größer macht. Aber ja, danke erstmal auf jeden Fall für das Statement. Du würdest also aus heutiger Sicht dich dann wahrscheinlich eher noch davon distanzieren, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ja, vom Großen und Ganzen und generell dem Politikgeschehen auf jeden Fall, weil das ist alles ganz, ganz großer, elendiger Mist, der da zum Teil praktiziert wird, Alter, das ist ekelhaft, halt wirklich. Wie seht ihr das eigentlich jetzt auf Battle Rap bezogen? Findet ihr es wichtig, dass man in Battle Rap auch versuchen sollte, gewisse politische Inhalte zu transportieren, oder sollte man das lieber ganz raus? Also für der Anspruch an uns ist, wir machen das gerne, beziehungsweise nehmen es uns vor, ob es dann bei den Leuten so ankommt, ist eine andere Frage, aber wir sind auch schon der Meinung, dass wir politische Statements machen, aber man kann natürlich nicht irgendwie seine Ansprüche von anderen, man kann nicht erwarten, dass andere die gleichen Ansprüche haben, was vielleicht, um nochmal einen Bogen zu schlagen auf diese, auf unsere kontroversen Sachen, so, von denen wir dachten, dass die Leute das checken, so, man kann halt vielleicht auch nicht erwarten, dass die Leute das gleiche Verständnis von Kunst haben, so. Und deswegen glaube ich, sehen das auch ganz viele Leute anders, dass im Battle Rap vielleicht keine politischen Statements reingehören. Aber ich finde, das ist eine gute Plattform, um das irgendwie zu nutzen. Jo, da sind wir wieder, Written Battles Germany, und wir haben gerade sehr viel schon über Politik gesprochen. Und wir sind immer noch bei den Angles, die Okto und Zwetschge benutzt haben gegen die zwei Jungs hier. Und da hätte ich noch einen letzten Aspekt, den ich gerne besprechen würde, was im Grunde auch thematisch immer noch dazu passt, nämlich der Vorwurf, dass, oder was heißt Vorwurf, die Beobachtung oder die Behauptung, dass Falk gerade aufgrund seiner konservativen Vergangenheit umso mehr versucht hätte, ja, auszubrechen aus diesen konservativen Zwängen, frei zu sein, und deswegen eine Art überliberaler Hipster geworden sei. Shots fired. Was sagst du dazu? Ja, war gut gemacht, Alter. Was soll ich dazu sagen? Also, was soll ich noch berichten? Ja, nee, war gut gemacht, aber keine Ahnung, so, jeder versucht nur seinen Platz im Universum zu finden, und ich glaube langsam, dass ich den gefunden habe, und ich stehe da scheinbar barfuß. Und perfektes Stichwort, stimmt das denn? Bist du barfuß zur Uni gelaufen? Ja.
Aber ich habe auch quasi ein Referat barfuß gehalten. Der Dozent war auf jeden Fall not amused, so, aber fuck it, Alter. So, ich gehe dahin, wie ich mich gerade wohlfühle. So, was will der von mir? Uni ist schon scheiße genug, Alter. So, dann lass mich da wenigstens so sitzen und stehen, wie ich will, du verdammter Nuttensohn, Alter. Ich gehe mal davon aus, es stimmt aber nicht, dass du dann in Kacke reingetreten bist und dir das dann nichts ausgemacht hat. Doch, in meine. Nee, alles steht Natur. So. Nee, also ich habe tatsächlich auch so für auf Klo gehen und so Sachen, habe ich dann immer Schlappen noch im Rucksack. Auch weil manchmal der Asphalt dann im Sommer so heiß wird, dass du dir einfach die Latschen verbrennst. So, Kinder, passt auf beim Barfußlaufen. Alles klar, dann würde ich sagen, schließen wir dieses Thema erstmal ab und sprechen über etwas anderes. Und zwar über deine, ganz kurz über deine VBT-Vergangenheit. Es wird auch immer wieder mal gefragt, ob du damit abgeschlossen hast oder ob du noch das noch machen würdest. Ja, wir machen ja quasi gerade sowas wie VBT. Wir sind ja in diesem Bundesländer-VBT-Dingens, BLB, mit dabei. Und da wird auch heftig gerieben. Nee, das Ding ist doch einfach, Alter, so, ich hab Bock, Mucke zu machen. So, und ich hab Bock zu battlen, ich hab immer Bock auf Competition, so, und wenn dann was rankommt, so, dann nehmen wir das irgendwie in der Zwischenzeit nochmal mit. So, und dann battlen wir halt irgendwann nochmal ein Battle gegen Muschi-Gesichter und dann wird irgendwie weitergemacht, so. Ich kann nichts machen, so. Und manchmal ist es auch so ein bisschen so, sich selbst zwingen, was zu machen, weißt du? Boah, Scheiße. Gesundheit. Boah, der lag echt tief, so. Ich hab die ganze Zeit zurückgehalten. Ja, damals. Das mit diesem Bundesländer-Battle-Contest, das habe ich mitbekommen. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie das auch bei VBT war, ist aber, glaube ich, eher ein anderes Konzept, nur oder? Nur Team, glaube ich. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass das Teams battlen. Also es ist auch ein Video-Battle-Turnier so und da macht man Videos und Audios. Und da habe ich mich auch verraten an dem Tag. Inwiefern? Ich war eigentlich immer der Meinung, aber so eine Scheiße machst du nicht mit. Ja, aber das Rap so, wenn du Bock hast, dann machst du es. Manchmal kannst du dir nicht aussuchen. Ja. Gott ist ein Lauch und ich auch auf sein Land. Amina, komm. Was die meisten nicht wissen, das hat mal, wir waren mal im Skatepark so und das hat so ein Junge original zu uns gesagt. Ein 14-Jähriger, daher kommt der Spruch. Hat irgendwas mit Jesus gelabert und dann der Kevin und ich haben dann so ein bisschen Sprüche gedrückt, so, weil das war ein aufgeweckter kleiner Kerl, so war korrekter Dude auf jeden Fall. Dann sagt er auf einmal so, war Gott ist ein Lauch und ich spuck auf sein Land, Amina, träumen. Ja. Das war geil. Hat uns guter geprägt. Spruch auf jeden Fall. Ja, also im Skatepark trifft man coole Menschen, ne? Was gibt's da eigentlich zu holen bei diesem Bundesliga? Ach, Respekt und Fame, Digga. Ja. Bundesländer. Es geht Battle, um die Ehre. Wir wollen Rap populär machen. Es geht um Hip-Hop, Alter. Hip-Hop gewinnt immer. Ja. Gibt, glaube ich, jetzt nach den Vorrunden, wenn es wirklich ins Turnier geht, gibt es 100 Euro pro bestandene Runde. Und dann nehmen wir halt jede Runde bis zum Finale mit, gewinnen dann halt das Ding und dann können wir vielleicht die Fahrt vom Pete immer bezahlen, die der Jane gemacht hat, so von dem Geld. Also Appel und ein Ei, eigentlich machen wir's. Wir machen alles, was wir machen für Hip-Hop-Mama. Wie sieht's denn aus mit, ich sag mal, normalen Releases? Seid ihr da auch dran? Seid ihr fleißig dabei, Tracks aufzunehmen und wollt ihr wieder demnächst irgendwas raushauen? Oder? Ja, also mein Tape, Kunst und Kotze, ist im Grunde ist fertig geschrieben. Jetzt fehlen mir noch, glaube ich, 4 Tracks, die ich recorden muss und dann kommt es auch bald. Ich mache jetzt nicht wieder, sag jetzt nicht irgendein Datum, weil ich letztes Jahr August schon gesagt habe, ich mache das im Januar oder so. Und dann habe ich im Januar gesagt, ich mache das dann und dann so, keine Ahnung. Ich teile mir das selber ein und deswegen dauert das halt meistens ein bisschen. Aber Kunst und Kotze kommt, Mama. Jo, wie sieht's bei dir? Du bist auch gut dabei, oder? Ja, ich habe quasi ein bisher 10 Track starkes Album so gut wie fertig. Es fehlt eigentlich nur noch der Part von Kevin. Und dann habe ich ein paar Trap- und Cloud-lastige Songs auf der Festplatte, die noch nicht komplett gemischt sind, die aber alle unglaublich und unsagbar dope sind. Und dann werde ich vielleicht vor dem Album, was ich dann irgendwann mal raushaue, wenn es irgendwann fertig und finanziert, aufgenommen, gemischt und Videos und den ganzen Scheißkram gemacht ist, damit es sich auch irgendein Vollspasti anhört, dann wird da vielleicht in der Zwischenzeit vorher so eine kleine EP rausgehauen mit 3, 4, 5 Tracks, wo ich ein bisschen experimentiere auf modernem Zeug und das wird dann auch gut. Irgendwann. Jo, coole Sache. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und werfen wir mal ganz kurz, bevor wir dann zu den Fanfragen kommen, die wir natürlich auch dabei haben. Geil. Genau.
geben wir uns erstmal einen kleinen Ausschnitt aus eurem letzten Beitrag für das Bundesland-Battle. Sheesh. Gott ist ein Lauch. Und ich auch. Ich auch. Bis gleich. Gott ist ein Lauch und ich spucke auf sein Land, Amina Koi. Kako via Mikrofon und Onkel Gammel an den Joints. Dicker, wir haben das beste Gras der Welt. Sogar Escobar himself hat bei uns letztes Mal ein Päckchen von dem Indica bestellt. Spaß, der ist ja tot, wie deine Mama nach einem Kick in den Arsch, du Hurensohn. Kakobi hat den dicksten Schwanneck, frag mal deinen Vater. Ich bin kein Hip-Hop-Guru, doch er nennt mich Afrika Bambaataa. Ey, wenn ich sag, dass deine alten Frau der Unterleib gefriert, dann meine ich, deine Mann wird einfach in die Furt geknallt und stirbt. Was für Pointen, Junge, unser Style ist real, weil es, wenn wir reiben, Meister heißen Gummireifen. Mief, der hier kommt mit deiner Krüppelcrew. Kids finden dich Würstchen cool. Deine Olle, die sieht aus wie Fräulein Knüppelkuh. Ey, meine 16, das sind mehr als Dope. Und ich fick deine Mann beim Elternsprechtag auf dem Lehrerklo. Ich pack ihn aus und sie futtert meinen Schwanz. Und ich text für die Kollegen ihre Nummer an die Wand. Jo, da sind wir wieder. Und werfen jetzt mal einen kleinen Blick in die Fanfragen, die wir vorbereitet haben, die wir gesammelt haben, sowohl auf der Written Battles Germany Seite als auch bei unseren guten Freunden bei Diltily. Und ich mache das jetzt mal extrem professionell und lese die einfach ab von meinem Handy. Die erste Frage lautet, ob ihr euch vorstellen könnt, auch mal Solo-Battles zu machen oder ob dieses Konzept jetzt steht, dass ihr immer als Team performen werdet. Für meinen Part würde erstmal keine Solo-Battles machen. Ich fühle mich mit dem Falk zu wohl in dem Kreis quasi. Nee, weiß nicht, alleine hätte ich keinen Bock darauf. Absolut nicht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Hätte ich ja auch gar keinen, der meine Texte schreibt. Ich habe ein Solo-Battle gemacht. Damit war okay. Und jetzt sind wir halt zu zweit hier und das wird sich auch nicht ändern. Ich sag jetzt Stand jetzt, das macht man immer so politisch, ne? Machen auch so Fußballer und so, Stand jetzt wird er nicht wechseln und so. Nee, wir bleiben zusammen und erschwulen. Alles klar, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wie gerne lebt Falk in Duisburg? Ich lebe hier eigentlich echt gerne so. Jetzt, ihr meint das vielleicht Lachi-Lachi-mäßig und so, aber Duisburg ist eine schöne Stadt. Politisch sind wir ein bisschen abgehängt. Wir sind ziemlich arm und man kann hier nicht viel machen. Und wenn hier was gemacht wird, wird hier auch viel falsch gemacht. So. Aber ich blicke in eine bessere Zukunft. So, und deswegen, ich hoffe, dass irgendwann mal jemand die Kraft hat, dieses Politikding ordentlich und mit Rückgrat durchzuziehen und hier in Duisburg mal irgendwie einen Wandel voranzutreiben. Aber wir haben schöne Ecken, ich lebe vor allem auch schön, ich habe schöne Menschen hier in Duisburg um mich herum, es ist schön. Ja, als jemand, der auch in Duisburg lebt und dementsprechend es nicht so weit hatte hierhin, kann ich das nur bestätigen. Nächste Frage, wieso hat Falk ohne jeglichen Grund seine Erfolge bei RTL erwähnt? Erfolge, Alter. Sehr diplomatisch. Das war zum einen wahrscheinlich auch eine kurze Kurzschlussreaktion darauf, dass ich gedacht habe, da wird dann gleich wirklich ein krasser Real Talk-Part kommen und da werden irgendwelche dreckigen Sachen ausgegraben und so. Dann wollte ich eine Sache wenigstens selbst bestimmen können, wann ich die sage. So, wobei das in diesen ganzen VBT-Kreisen und so tatsächlich kein Geheimnis ist, dass ich da Krams gedreht habe. Aber Bruder, so, wir müssen alle unsere Wohnungen bezahlen, wa? Und ich habe tatsächlich durch den Scheiß auch gute und ehrliche, gerade Menschen kennengelernt, so, mit denen ich immer noch Kontakt habe seit 4 Jahren. Aber ich habe es halt erwähnt, einfach weil ich das erwähnen wollte, bevor das ein Oktomusch mir in die Fresse schreit, warum ich so ein Hurensohn bin. Was genau hast du da jetzt eigentlich gemacht? Seinen Arsch verkauft. Ja, quasi das. So, ich habe halt hier diese Scripted Reality-Scheiße gedreht, so wie heißen die Familien im Brennpunkt. Polizeieinsatz oder Einsatz mitten im Leben, Schulermittler und so ein Scheiß. Ich weiß nicht, wie der ganze Kram heißt. So, ich guck's ja auch nicht so. Ich drehe es halt nur. Und man lernt coole Leute kennen. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der danach bei Game One gearbeitet hat. Da gab's Game One halt quasi noch. Und immer coole Dudes. So, ich glaube, der Farbiger dreht doch mit Sicherheit auch hin und wieder so ein Scheiß, hat er letztens erzählt. Ne, der aller Kamera-Hurenmann. Komm ran auf ein Battle, du Arschloch. Ich lutsch deine Eichel. Das mache ich wirklich. Ja, wie wir wissen, gibt es ja auch andere Battle-Rapper, die ähnliche Karrieren verfolgt haben.
wie zum Beispiel ein berüchtigter Rapper, der ja auch einen Transsexuellen gespielt haben soll. Und so insofern ist das alles völlig in Ordnung. Ja. Die nächste Frage, ab welchem Punkt, oh, die finde ich ziemlich interessant. Ab welchem Punkt wussten die beiden, dass sie verlieren werden? War es der Handshake? Also es geht natürlich um das letzte Battle. Spätestens wahrscheinlich so. Aber auch erst im Nachhinein. Ich glaube, unterbewusst war mir nach der ersten Runde klar, das wird nichts. Nach der ersten Runde von Okto und Zwetschke. Weil ich mich tatsächlich so überrannt gefühlt habe, dass ich an dem Moment, glaube ich, unterbewusst gecheckt habe, so, das wird nichts. Konnte ich nicht realisieren da, aber ich glaube, da war der Punkt, an dem ich dachte, fuck this shit, I'm out. Okay, dann geht's auch schon weiter. Sollte es einen Titel geben für Teams und nicht nur für einzelne MCs? Wenn ja, wer könnte das erste Titelmatch bestreiten? Alles gut. Also erstmal finde ich, dass es definitiv noch zu früh ist für einen Titel für Two on Twos. So, ich finde, man sollte das bei den Solo-Männlein und Weiblein auf jeden Fall erstmal reifen lassen. So. Und Two on Twos gibt es auch noch nicht genügend konstante, feste Teams, so finde ich persönlich. Aber wenn es einen Titel geben würde, dann haben den halt Okto und Zwetschge verdient. So. Die sind nahezu unhatebar, so, was eben das ganze Ding für uns auch so schwierig gemacht hat, irgendwie anzugreifen. Du hast immer bei irgendeinem Gegner, selbst wenn du die cool findest, wir kannten Kali, also CPE ja auch vorher schon, aber du hast immer irgendwas, was dich stört, wo du dich reinsteigern kannst. So, weißt du? Aber bei denen so... Wir sind ja nicht nur Rapper, wir sind ja auch Fans. So. Und die hätten, wenn es einen Titel gäbe, hätten die den jetzt schon verdient. Meiner Meinung nach. Was sagst du denn? Ja, bin ich auch der Meinung. Okay. Was ist musikalisch geplant? Ne, das hatten wir schon. Ja. Yeah. Gibt es, oder was steht da? Mich würde interessieren, ob ein Battle gegen Papi Schlauch und Bongtegi auch mal geplant ist. Sollen sie rankommen, die Lauchjungen? Wir würden, also geplant ist ja immer erst dann, wenn der Chief fragt, ob wir mit dem Matchup zufrieden sind, so. Dann, aber geplant ist dann nichts, aber es wäre machbar auf jeden Fall. Ja. Also, wenn die sich trauen, natürlich. Also, ne? Es gibt im Grunde auch keine Angstgegner, ne? Ich würde gegen jeden battlen, der groß genug ist. Du Arschloch. Von Arroganz her auch. Okay. So, die letzten zwei Fragen sind direkt an Kakobi gerichtet. Die erste Frage lautet, was bedeutet der Name überhaupt? Kakobi ist ein hocharabischer Begriff, den ich hatte einen langjährigen Freund aus einem Araber, Marokkaner, mit dem ich leider nicht mehr so viel zu tun habe, aber der hat mich kennengelernt zu meiner Ecstasy-Zeit und er hat mich immer Kakobi genannt und das ist wohl das hocharabische Wort für Ecstasy oder der Ekstase-Rausch. Aha, so. Okay. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, ich hieß vorher Sane, was auf Englisch geistig gesund bedeutet. So. Was eine Lüge, Alter. Darum ging es ja auch, hast du verstanden? Oh, habe ich verstanden, wie könnte man auch... Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, er hat mich öfter so genannt im Spaß und ich fand es einfach cool und deswegen habe ich den Namen gepickt. Alles klar, die letzte Frage ist auch für dich. Ist Kakobi wirklich ein so großer Eminem-Fan? Ja. Gut. Dann hätten wir das geklärt. So viel zu den Fanfragen. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen vor. Wir werden gleich unser Punchline-Quiz spielen. Und ja, mehr dazu gleich. Machen wir einen kleinen Werbungs-Freestyle quasi. Ein Freestyle für die Pause. Ey, ich krieche auf dem Boden, bis meine Kniescheiben blau sind. Weil ich werde in den Arsch gefickt. Du magst das nicht, das ist mir egal, weil ich ein Nazi bin. Oh. Seit dem letzten Battle kennt jeder den rechten Kevin. Ey, ich hab eine Glatze und eine dreckige Fresse. Hebe meinen rechten Arm und das ist der falsche. Ja, denn alles Dumme kommt von rechts, so wie der Falk, ey. Denn der war bei der Jungen Union. Ich bumse seinen Sohn. Ja, yeah, Pädophilie. Entschuldigung.